Okay, er denkt auch, er wäre jetzt Superschurke oder was? Come on, da war noch die Einkaufstüte auf dem Rücksitz. Das heißt, er war gerade noch mit dem Teil auf dem Parkplatz vom Lidl oder so. Stark, stark. Die Bitches sind safe verrückt nach dir, oder? Ja, was geht ab, meine Freunde? Schönen guten Tag. Wie ihr seht, bin ich wieder am Start heute. Winterschlaf ist vorbei. Vorbei. Ich küsse doch alle eure Augen, aber ich war smoked up die letzten Tage. So, deswegen, ja, drauf. Wir starten jetzt einfach rein ins Video. Schaut mal dieses Bild an, was ein Kind gemalt hat. My Hero. One person who inspires me. Und what the f*** ist das denn? Das soll dich inspirieren, Bruder. Was ist das? Das Monster oder dein Bett? Mom. Ach so, das ist deine Mutter. Oh. Mal Frage, geht's deiner Mutter gut? Wäre ich der Erzieher oder die Eltern und würde das sehen, ich würde nicht mehr klarkommen. Ich würde auch dem Kind straight up ins Gesicht sagen, dass das Bild scheiße aussieht und es sich mal besser anstrengen soll beim Lernen. Oder wäre ich die Mutter, ich wäre beleidigt, hätte mein Kind mich so gemalt. I worked 5 days for it. Oha, das ist wirklich ein starkes Kunstwerk aus Sand. Damn. Und man sieht auf jeden Fall, der Bree hat wirklich viel Arbeit und Liebe reingesteckt. 5 Tage, ne? Das war auch der Zeitraum, wo ich bei meinem neuen Job geblieben bin, bis ich dann keinen Bock mehr hatte und einfach nicht mehr hingegangen bin. Ja, Bruder, das war's auch. Lass los. Was hast du da noch versucht zu retten? Alles für den Arsch. 5 Tage Arbeit umsonst. Ich würde mich gescampt von meinem Leben vorkommen. Und achtet mal auf diesen einen Sandmännchen da. Am Anfang war doch alles normal. Und da geht's dem gar nicht mehr gut. Und wisst ihr, wem es tatsächlich auch nicht mehr gut geht? Dieser Frau. Sie sippt dort an einer Sprite und macht diese Nicht-Rülpsen-Challenge. Man muss halt eine volle Flasche Sprite trinken, ohne zu rülpsen. Und wir schauen uns mal an, wie sie das so gemeistert hat. I can't do it no more. Oha, die platzt gleich. Man sieht in ihrem Blick, dass alles gerade so kurz vor einer Eskalation steht. Was geht denn ab? Das ist ein Exorzismus. Die wird gerade befreit von ihren Dämonen. Okay, okay, okay. Haben wir uns beruhigt, ja? Du hast die Challenge leider verkackt. Hast du irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Gut, alles klar. Danke. Hat das jetzt auch jeder hier verstanden? Super. Er wollte nur ganz entspannt in der Pause an seinem Handy spielen. Doch dort kommt was geflogen. Okay, und er holt aus. Ah, du hast echt reingeschissen. My roommate wanted to do renovations. Okay, sie hängt jetzt einfach eine Hängematte auf. Krasse Renovierung, wirklich, ich sag dir ehrlich. Das gesamte Zimmer ist gefickt. Bruder, das ist total Schaden. Ihr ist das Safe so richtig unangenehm. Sie wollte nur neue Hängematte und hat stattdessen Hängebett bekommen, was wirklich kurz vorm Abgrund steht. Neues Design bekommt aber ehrlich 10 Punkte von mir. Sieht besser aus als mein Zimmer. Ach ja, das hier ist übrigens mein Zimmer. Wie gefällt's euch so? Ich fühle mich wohl hier. Guckt euch einfach mal das nächste Video an und sagt mir dann nicht, dass das 1:1 gleich aussieht. Attention movie lovers, if you see my popcorn flying in the air, please don't be startled. Thank you. God damn, das ist wirklich 1:1 das gleiche. Holy shit. Verdienter Top-Kommentar. Aber auch wieder gottlos, ich sag dir ehrlich. Instagram ist eine bodenlose App, was ich dort immer so täglich sehe. Andere Welt. Anderes Universum. Haben Sie Hodenkrebs? Hatten Sie schon mal Geschlechtsverkehr mit einem Auspuff? Mögen Sie Durchfall? Haben Sie Hodenkrebs in Ihren Kopf? Kacken Sie gerne. So, was ist das? Was habe ich mir da gerade reingezogen? Und wieso finde ich sowas lustig? Mein Humor ist gefickt. Wirklich, ich kann nichts mehr ernst nehmen heutzutage auf dieser Welt. Und direkt der nächste Clip, den ich vorgeschlagen bekomme auf Instagram, ist das hier.
Who's that now? Oha, der Arme wollte doch gar nicht mitmachen und jetzt hast du sein Getränk auf dem Gewissen. Ja. Und was geht jetzt ab? Nur Gott weiß, wieso ich mir den bis zum Ende reingezogen habe. Und da fragen sich Therapeuten heutzutage wirklich, wieso die Kinder durchdrehen und verrückt werden. Ist doch klar, wenn man sowas den ganzen Tag sieht. Da hat man ja keine andere Wahl, als geisteskrank zu werden. Schaut mal, es gibt Leute, die befassen sich mit aktuellen wichtigen Problemen und so und stellen sich auch den richtigen Fragen. Ich stelle mir zum Beispiel am Wochenende immer die Frage, wie viele Joints passen eigentlich in meinen Kopf, bevor ich Knockout gehe. Andere befassen sich mit Erfolg, Gesundheit, Glaubenssätzen, Training, Klimawandel oder keine Ahnung. Und der kleine Kerl geht face to face mit den wahren Problemen der Menschheit. Michael Myers kommt ja in Fortnite ran und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aus zwei Gründen. Erstens, in welcher Seltenheitsreihe kommt er rein? Wird er episch? Wird er legendär? Denn wenn er so Ikonenreihe reinkommt, erstens bekommen dann Leute Herzinfarkt, weil sie denken, der ist real. Ja, ich verstehe deine Angst. Die ist berechtigt an der Stelle, Bro. Und dann gibt's auch noch diese, Dings, 8-jährigen Fortnite-Kiddies. Wie jetzt 8-jährige Kiddies? Du bist doch original selber 8 Jahre und machst Fortnite-News. Die denken, Michael Myers, der sieht aber komisch aus. Das google ich mal. Boah, so viel zu lesen, Alter, gar keinen Bock drauf, Bilder. Und dann sehen sie so die Bilder, wo der so komplett am Massaker ist. So komplett das Massaker da. Der schlitzt so die Leute richtig auch so in der Mitte durchgeteilt. Und dann denken die nur, dann spielen die so Fortnite. Dann sehen die den Skin in Fortnite. Der macht dann die Mode, dann klingelt auf einmal die Tür bei denen. Die könnten nur. Über sowas machst du dir Gedanken. Wie kommt man denn einfach auf so ein Szenario? Das ist echt geisteskrank random. Warte, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und naja, wenn ihr der gleichen Meinung und auch besorgt seid, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das mit Michael Myers muss die ganze Welt sehen. Ach, was laber ich eigentlich? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Gang, go.